Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich stehe direkt vor einem Boss. Es ist ein großer Hirsch. Und ich muss mit meinem Zahnstocher irgendwie versuchen, so oft seine Beine zu pieksen, bis er umfällt. Leider. Der königliche Ahnengeist, leider, leider, kann der sich heilen, der Kumpel. Leider heilt der Kumpel sich und verschwindet auch ab und zu. Autsch. Ups. Komm zurück. Mist. Ach, da immer zu früh. Immer zu früh am Ausweichen. Autsch. Das tat ganz schön weh, Kumpel. Wo ist eigentlich mein Loot? Schon wieder zu früh. Da hinten ist mein Loot. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Aber ich nehme es mal mit. Null. Null Loot. Na gut. Diesmal war ich nicht zu früh dran. Hier geblieben. Ach. Azi. Autsch. Hey, warum trifft er mich denn jetzt jedes Mal? Wie ich ihn nicht treffe, ne? Mit meinem Zahnstocher. Okay. Wir tun uns also weh. Ah, Kumpelhirsch. Oh, aua. Aua. Oh, verdammt. Ja. So ein Mist. Vor allem heilt der sich ja zwischendurch noch mal. Komm, ey. Ich hasse das. Gegen große Gegner kämpfen. Ist so ein Schmutz. Gerade gestern. Gerade gestern in Dark Souls 3. Eine Aufnahme gemacht. Gegen einen viel zu großen Gegner. Und hatte genau mit demselben
Problemchen zu kämpfen. Komm jetzt her, hör auf abzuhauen. Und dann treffe ich nur einmal so ein bisschen seine Knöchel. Es ist so blöd. So blöd. So blöd. Ich mag das nicht. Ha. Was ist das überhaupt? Warum verschwindet er hier und spawnt am anderen Ende der Welt? Herr Ahnengeist, bitte! Ich bitte darum, dass Sie bei mir bleiben. Er muss jedes Mal hinterherlaufen. Lauf halt davon. Oh, dreimal. Okay, alles klar. Hey, Roselinda, danke für den Follow. Hi. Ich kämpfe hier ein wenig gegen einen viel zu großen Gegner. Ja, was soll ich machen? Ich versuche mich nicht darüber zu beschweren, weil ich mich auch gestern schon viel zu sehr über einen viel zu großen Gegner beschwert habe. Das Problem ist, dass ich genau das die ganze Zeit vor Augen habe. Was ist das denn? Nicht abhauen, habe ich gesagt. Mensch, jetzt müssen wir doch beide wieder aufeinander zulaufen.
Und ich mit meinem Zahnstocher. Weiterhin. Oh, was? Okay, okay, okay. Das war die Heilung. Das ist voll mies. Wie soll ich denn das, was soll ich denn dagegen machen? Der hat sich jetzt fast... Der hat sich fast komplett hochgeheilt wieder. Ich war bei 50%. No! Da muss ich mal gucken, wenn er das nochmal macht. Ob es da irgendeine Möglichkeit gibt... was gegen zu tun. Oh, was macht er jetzt? Okay, alles easy. Okay. Nee, nicht. Boah, das wird aber mies, ey. Ich muss dem irgendwie mehr Schaden machen. Aua. Ah, was? Oh Gott. Was kann er denn? Mein Gott. Was ist das? Was ist das? Nein! Oh Gott. Okay. Boah. Wild, wild, wild. Ganz wilde Nummer hier. Aua. Mist. Oh, shit. Oh, viel zu viel saufen müssen jetzt. Ist nicht so geil jetzt. Wo sind sie? Ah, jetzt macht er wieder wildes Zeug. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh oh. Oh.
Oh, jetzt wird's eng. Ja, nice. Geht doch. Meine Güte. Ah. Echo des königlichen Ahnen. Nice. Puh, okay. Jetzt muss ich nicht mehr gegen einen viel zu großen Gegner kämpfen. Das ist wunderbar. Nice, 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 nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, manchmal muss man vielleicht auch einfach zwei, drei Nächte drüber schlafen, ne? So ist das. Okay. So. Jetzt. Ha. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Weil... Mit, ich darf hier nicht reiten. Okay. Irgendwie hat, soll ich mich hier ja mit Blade treffen. Irgendwie soll ich mich mit Blade treffen hier unten. Und ich habe die Vermutung, dass er vielleicht da drüben irgendwo ist. Aber wie komme ich da rüber? Ich habe keine Ahnung. Also von der Seite hier sieht es jetzt nicht so aus, als gäbe es einen Zugang. Da hinten oben vielleicht. Irgendwo hier. Nee, weiter. Hier, da, oder? Ja, da vielleicht. Na dann, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ob ich es irgendwie hinbekomme, da drüben rüber zu hüpfen. Ich habe auch noch die dumpfe Vermutung, dass diese Sängerinnen irgendwie noch den dritten Ahnengeist hier an der Stelle kontrollieren, zurückhalten, im Schlaf halten, wie auch immer. Und dass, wenn ich die Sängerinnen hier kill, dass ich noch den dritten Ahnengeist, weil da liegt ja noch so ein Gerippe. Oh, hier ist eine Gnade. Aha. Ja, wunderbar, perfekt, guck mal. Kann ich eigentlich... Ja, kann ich, sehr gut. Noch ein bisschen mehr Leben? Ja, warum nicht? So, und jetzt ist meine Vermutung doch ganz stark... dass es hier weitergeht. Warum sonst sollte hier eine Gnade sein? Oh! Oh, okay. Ich kann ja A drücken. Ich kann ja A drücken zum Springen. Ich war gerade voll in Dark Souls drin, ne? So.
Ist das der Weg? Niemals, oder? Ah, wobei? Ja, doch. Schon irgendwie. Verjüngende Boli. Was ist das denn wieder? Lindert die Belastung durch Todespest. Oh Gott. Todespest, das klingt ja auch schon wieder so. Silbertränenhülle. Runenbogen, okay. Über irgendwelche Himmelstau. Himmelstau ist ein Schlüssel? Okay, ich habe gerade Seelen bekommen, nice. Himmelstau ist ein Schlüssel. Für was? Ah, Absolution in der Kirche der Gelübde. Ja, brauche ich nicht. Hab bisher niemanden umgebracht, der nicht sterben sollte, glaube ich. Ja, hier überall so stapfen und laufen. Hallo, warum darf ich dich nicht anvisieren? Oh. Okay. Level 7 Rune. Da oben sieht es irgendwie schon so aus, als würde es da noch eine Kleinigkeit geben. Aber ich denke mal, von den Hinweisen, die ich hier bekomme in dieser Welt, dass das hier der Hauptweg ist und ich irgendwie da runterkommen soll zu dieser Statue, falls es eine Statue ist, worüber ich mir nicht so ganz sicher bin. Miku, hi, grüß dich. Schön, dass du am Start bist. Also von da bin ich gekommen, dann schaue ich nochmal schnell hier um die Ecke. Gibt es hier noch einen Loot? Das sind Schmetterlinge. Heranwachsende Schmetterlinge, okay. Da unten sind ganz schön viele von diesen Blobs. Okay. Eine riesige Kugel, die da liegt. Irgendwie, also das ist alles irgendwie ein bisschen und da sitzt jemand, der betet oder so. Ganz schön seltsam hier. Schwarzes Schleifmesser. Aha. Ha. Das ist kein Bossnebel. Habe ich was gesoffen? Nee, aber dann... Ah, jetzt ist er weg. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich sauf und dann hau ich ihn. Ja, so viel dazu. Das ist ein Dings. Ja, ich habe davon ja ein paar. Schauen wir da mal rein. Hi. Probleme damit, wenn ich deinen Loot nehme? Schmiedestein 3. Oh, du bist ein Gegner. Oh mein Gott. Ich wollte mit dir reden.
Ey. Na bitte, geht doch. Mann, 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 Mann. Schwere Geburt hier jetzt an der Stelle. Imitationstränenasche. Diese Aschen benutze ich ja sowieso nicht. Oder war das jetzt wieder das Zeug, das... Das verwirrt mich hier so... Und dass ich die Karte mit einem anderen Knopf öffne, als dass ich sie schließe, ist auch... Ach gut. Genau. Ja, die Aschen, die benutze ich eh nicht. Das wäre ja Cheaten, oder? Bin ich jetzt... Wo bin ich denn? Da bin ich runtergefallen. Geht's da drüben durch? Nee, wie komme ich an den Loot ran, der da liegt? Kannst du auch nicht. Die Glocke kann ich kaufen für 100 Seelen bei den... Bei den Ladies. Bei den... Ist hier irgendwo eine Leiter oder so? Ah, da drüben durch das Fenster wahrscheinlich. Aha. Hätte ich irgendwie einen anderen Weg nehmen sollen, müssen, dürfen. Ja gut, das ist nochmal so eine, die mich dann einfach angreift. Okay. Nun, dann wissen wir Bescheid. Erstmal kurz umgucken. Material sammeln? Was? Ach, diese Silbertränenhüllen. Weiß ich nicht, ob ich das für irgendwas noch brauche. LOL! LOL, 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 LOL! Oh mein Gott! Ah, haha, du kommst einfach mit. Ja, nee. Wisst ihr was? Ihr zwei. Nö. Nee, nee. Lassen wir das. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Rollt euch da im Kreis oder macht, egal, Wurst, vollkommen egal. So, verwandelt ihr alle euch jetzt in irgendwas? Nee, ne? Weil ihr seid nicht das, was sich gerade verwandelt hat. Okay, nur wenn ihr so nebelt, dann verwandelt ihr euch in was. Thorsten, grüß dich. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Autsch. Knapp. Beide mit dem Sprungangriff. Guck mal, das kann ich nämlich auch. Ups. Ja, euch beide habe ich jetzt nur bekämpft, damit ich an den Loot rankomme. An dem Rest laufe ich, glaube ich, einfach vorbei. Nochmal Himmelstau. Was soll ich mit dem? Die Rune ist schon eher was für mich. Weiche Baumwolle. Lol. Okay, weiche Baumwolle. Ja, wichtig. Ich meine, wäre ja schrecklich, wenn wir kein weiches Polster in unserer Rüstung hätten.
du bist doch eine Fake-Kiste, oder? Nee, keine Fake-Kiste. Fingertöter-Klinge, das ist ein Schlüssel. Versteckter Schatz der ewigen Stadt Nokron. Ah, das ist wahrscheinlich das, was die gute Lady will, die Rani. Deine Elektroarbeiten zum Erfolg geführt. Tatsächlich ja. Witzigerweise. Also für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, über was Thorsten hier redet. Wir hatten unseren Kühlschrank. Wir haben neue Steckdosen eingebaut und da war ein Schalter mit dabei. An dem einen. Man kennt ja Lichtschalter und Steckdose an einem. Und unter anderem war hinter der... Lol. Was? Das war's? Das war die Nummer in Nokron? Wirklich? Na gut, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen die Sängerin klatschen. Unter anderem hing hinter dem Schalter, also das wurde alles, der Strom wurde durch den Schalter geschleift und ging dann auf drei Steckdosen und auf einer war der Kühlschrank. Und nachdem wir den neuen Schalter und die Steckdosen eingebaut haben, konnten wir mit dem Schalter quasi alle drei Steckdosen ein- und ausschalten. Unter anderem ist dann unser Kühlschrank nur dann gegangen, wenn das Licht an war. Das ist ungeschickt für einen Kühlschrank. Der sollte eigentlich immer laufen, ne? Kennt man. Naja, gut. Und Thorsten fragt jetzt, ob wir... ob wir das fixen konnten. Und ja, wir haben es gefixt. Ah, Hilfe, hinten. Von hinten kommt noch einer. Sparsamkeit, ja. Hoppla, Amerikas Pfahl? Der Draht vertauscht. Ja, witzigerweise. Warum bin ich jetzt hier oben? Okay, wie auch immer. Witzigerweise haben wir die Verkabelung, die wir jetzt gemacht haben, die hatten wir schon ausprobiert und haben es dann wieder rückgängig gemacht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls war es schon mal so verkabelt, wie es jetzt ist. Und wir haben es dann wieder umgesteckt, weil, keine Ahnung, Dummheit vermutlich. Und das haben wir jetzt halt wieder zurückgebaut und jetzt geht's wieder. Alles easy. Alter Reißzahn. Glänzendes gehörntes Stirnband. Ah, cool. Ich suche gerade die Sängerinnen, oder die, ja, die hier mit diesen Klanghörnern rumspielen und die so leuchten. Die hier jetzt nicht zum Beispiel, die leuchten ja nicht. Weil meine Vermutung ist, dass die den dritten Ahnengeist irgendwie bändigen oder keine Ahnung. Wenn ich sie gekillt habe, kann ich vielleicht den Ahnengeist berühren und dann... den dritten noch machen. Mir scheint, ich würde vermuten, dass ich diesen hier noch auch noch berühren kann. Der leuchtet jetzt aber aktuell noch nicht. Der müsste ja dann leuchten, oder? Also gut, hier oben wohl nicht. Weil da drüben ist ja auch noch eine ganze Gegend. Hä, war ich da schon? Nee, da drüben war ich noch nicht. Okay, abgefahren. Und da hinten ja auch noch nicht.
Oder muss ich die anderen beiden Sängerinnen, die da nicht glänzen und glitzern und leuchten, auch killen? Nee, hätte ich jetzt. Also ich hätte gesagt, die, die leuchten, sind die, die wichtig sind. Ey! Nicht auf mich schießen. Aber das waren nur zwei, oder wie? Ja, dann versuche ich, glaube ich, einfach mal das Wild zu berühren. Den Ahnengeist. Mal gucken, ob das schon gereicht hat jetzt. Oh, 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 oh. Ihr macht halt auch so viel Schaden, ne? Mit dir kann ich jetzt noch nichts machen, oder wie? Na, da hinten habe ich nur das Ding angezündet, ne? Jetzt wären da oben noch die beiden Sängerinnen, aber irgendwie wage ich es zu bezweifeln, dass die... Oder Sänger, keine Ahnung, schwer zu sagen, ob ein Männchen oder Weibchen. Oh, die Ratten habe ich vergessen. An euch habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Dummen Ratten. Ich hasse euch so sehr. Eine der schlimmsten Gegnerarten. Aber was ich noch mehr hasse, sind viel zu große Gegner. Und Magiebrutzelgegner. Ja, theoretisch war tatsächlich einfach der Draht vertauscht. Beim Kühlschrank. Wow. So. Jetzt singt hier keiner mehr. Also, kann ich dadurch jetzt den nächsten Ahnengeist, der hier rumliegt? Oder gibt's nur zwei? Und das hier ist einfach Dekoration. Ja, keine Ahnung. Das Geräusch auch, wenn man hier drauf rumläuft, ne? Ein ganz einfacher Fehler. Ja, 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 ja. Natürlich, also, wir sind nur ein bisschen doof. ja, ich bin... Okay, bevor ich jetzt hier weiter ewig überlege, kann man diesen Hirsch irgendwie aktivieren, dass ich den auch noch bekämpfe, oder ist das hier tatsächlich einfach Dekoration? Zwei habe ich besiegt, ist das hier
Jo, kann man aktivieren. Okay. Ja, die Sängerin. Glaub schon. Ja, glaub schon ist natürlich ungeschickt. Glauben ist nicht wissen. Jetzt ist aber die Frage, wie. Hier wäre es neu. Okay. Hier versteckt sich kein Boss hinter. Na schön, dann können wir es auch sein lassen. Ja, also, ich würde sagen, ich schnapp mir mal schnell meinen Loot, den ich da vorne noch vergessen habe. Das sind ja dann doch auch schon wieder ein paar. Auf geht's zu Rani. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich sie zur Herrscherin machen will, aber anscheinend ist es ja wohl so, dass sie eigentlich rechtmäßige Herrscherin sein sollte. Und ich bin da einfach nur so ein Boy, der... Warte mal, geht's hier in die richtige Richtung? Ja. Ich bin hier einfach nur so ein Boy, der plötzlich aufgetaucht ist und jetzt irgendwelche Runen sammelt. Theoretisch denke ich, die Rani scheint ganz nett zu sein, auch wenn ich ihr erstmal nicht vertraut habe und ihr nicht gesagt habe, dass ich das Rentier reite. Aber ja, so insgesamt scheint sie ja recht freundlich zu sein. Außerdem bin ich sowieso der Meinung, dass die Tafelrunde, die sind alle seltsam und komisch. Das heißt, ich bin sowieso dafür, dass Rani auf den Thron steigt. Ah, it was thee, not Blythe, it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Umgekehrte karianische Statue. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may. Ich hab Sturmwind nicht. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart. Was willst du noch? Ich habe gesagt, geh. Was ist los mit dir? Geh endlich. Da ist es, der Gegenstand, den ich gebraucht habe. Okay, let's go. Dreht sich jetzt der Turm um. Seva, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Okay, also Miriam haben wir ja schon besiegt. Miriam sollte jetzt kein... Der Turm hat sich wirklich umgedreht. Lol. Ha. Und jetzt?
Nee. Miriam, ich hab dich doch schon besiegt. Warum tauchst du hier nochmal auf? Rezeptorin Miriam. Wir beide sind fertig miteinander. Es macht keinen Sinn, dass du nochmal hier zu mir kommst jetzt. Wirklich. Lass das. Geh. Dreh um. Ich hab gesagt, geh. Oh oh. Hau ab. Geh weg. Miriam, geh weg jetzt. Keiner will dich. Du nervst nur. Eigentlich wollte ich sie runterschubsen. Vielleicht war es nicht die beste Idee, ihr ein Messer in den Bauch zu werfen. Oh Mann. Maske des Vertrauens. Ich vertraue niemandem, habe ich schon mal gesagt, ne? Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, hier hinten geht's nicht weiter. Hier hinten geht's einfach nicht weiter. Ups. Das war so nicht geplant. Oh. 18.000 Seelen liegen jetzt da hinten in der Ecke. So ein Mist, ey. Da hinten war einfach Ende. Rum. Ach, vielleicht wäre es runterwärts gegangen. Ah, habe ich nicht geguckt. Habe ich natürlich nicht geguckt. Ey! Ah ja, Miriam ist jetzt sowieso schon massig auf mich. Ich höre sie. Nicht gut. Okay, runterwärts geht's nicht. Aber ich will kurz mein Loot wiederholen. Hi Miriam. Ey, ach. Aber dass dann hier so ein Magiebrutzler stehen muss. Wo geht's hier überhaupt weiter? Von einem magischen ins nächste. Das eine ist ein viel zu großer magischer Hirsch. Die hat einen viel zu großen magischen Bogen. Ja, lasst mich doch in Ruhe hier. Ihr könnt mich mal. Miriam. Deine Mama hat angerufen. Sie will ihren Unsinn zurück. Nee, ja, was? Nee, oh, jetzt sind auch die Seelen weg. Ja gut, dann brauche ich jetzt nicht mehr mit dir kämpfen. Wo geht's hier weiter? Ich will einfach weiterlaufen. Scheiß auf Miriam. Ich hab sie schon besiegt. Warum ist sie wieder da?
Hätte ich gewusst, dass sie ein Spawn-Gegner ist, hätte ich sie gar nicht bekämpft beim ersten Mal. Voll unnötig. So, wo geht's hier weiter? Da runter? Ja, vielleicht. Ah! Opala, Entschuldigung, gegen das Mikro gehauen. Mensch, Miriam. Und alle hopp! Ah! Warum will ich hier... Oh, guck mal, da ist ein Schalter. Gerade wollte ich fragen, was will ich hier überhaupt? Jetzt weiß ich's, wo ich hin will. Schimmerstein-Glühwürmchen. Brauchen wir nicht, glaube ich. Oh, Leute. Jetzt geht's hier echt nach unten? Wieso geht's hier nach unten? Eigentlich will ich an die Spitze des Turmes und der ist wirklich umgedreht. Ist der von außen jetzt auch umgedreht, der Turm? Das muss ich mir angucken. Nee, Moment, ich bin ja noch nicht mal im Turm. Ich will ja eigentlich... Ich will ja eigentlich rüber. Ans andere Ende von der ganzen Nummer. Und mal auf hier. Da. Also rüber, da ist ja so eine Brücke. Über die Brücke muss ich ja rüber. Und dann bin ich im Turm. Das heißt... Aha. Ja, guck mal. Oh je, hier ist eine Gnade. Ja, Miku. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn man gewohnt ist, dass ein Gegner mit Namen, mit einem Namen einfach weg ist, wenn man ihn besiegt hat, und dann steht er wieder plötzlich wieder vor einem, das ist dann halt einfach ungewöhnlich. Was bist du? Au. Du bist kein Boss. Du bist ein fetter... Nee, du bist, glaube ich, gar nicht so fett. Das sieht nur so aus. Mit Echsenschwanz. Ah, du, weißt du was? Lass mal gut sein.
Da er kein Boss ist, der mir den Weg versperrt. Egal. Egal. Hier brennt nur ein Feuer. Das ist im ersten Moment immer ein schlechtes Zeichen. Aber ich darf aufmachen, also. Dann ist es mir egal. Dann ist es mir echt egal. Dieser komische Echsenschwanz-Typ, der da hinten steht. Jetzt verstehe ich auch, warum sich keiner von euch irgendwie mal beschwert hat oder sowas. Dass ich diesen Turm nicht versucht zu kriegen. Weil ich es einfach noch nicht kriegen konnte. Ich dachte immer so, ja, ihr sagt kein Wort. Ihr sagt kein Wort. Okay, wird es mir schon irgendwie wie irgendwann auffallen oder so? Oder, ja. Nice. Aber auch gut zurückgehalten, ey. Nicht schlecht. Nicht einer von euch hat auch nur irgendwas erwähnt, ne? Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Fluchmal des Todes. Erbe der Sterngucker. Fluchmal des Todes. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Das Fluchmal von Mondprinzessin Rannis abgelegtem Fleisch. What? Hättest du das auch gemacht, hätte ich was gesagt. Ja, nee, ich habe im Turm, habe ich es irgendwie gar nicht mehr vermutet gehabt. Ein in das Fleisch von Ranni der Hexe geritztes Fluchmal, auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Ranni war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Beim Prinzen des Todes starb hingegen nur die Seele. Bitte was? Die Asche eines Falken, der als Herrscher verehrt wurde, als die Windel. Dieser uralte Monarch ist ungemein stolz und lässt sich von niemandem rufen. Der keinem Ruf folgt. Was zum Teufel habe ich hier alles? Für wildes Zeug, ey. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder komplett überfordert. Ich habe keine Ahnung. Wo, was, wie, weshalb, warum. Warum bin ich jetzt... Jetzt ist wieder was anders. Jetzt ist wieder was anders. Als ich es gewohnt war. Ach, brauche ich nicht. Ranni ist verantwortlich für den ersten Tod eines Demigods, aber sie ist doch ein Halbgott. Stand doch da gerade irgendwo. Also kämpften Halbgötter gegen Halbgötter. Wild. Nee, aber ich habe halt gedacht, jetzt kriege ich da dieses Runenzeichen-Gedönse, was mir ja irgendwie fehlte. Naja, egal. Ja, so, jetzt habe ich wieder keinen Plan, was ich tun soll. Außer, dass mir die Gnade in diese Richtung zeigt. Ich denke, ich könnte mich hier noch ein bisschen umschauen.
Hier oben in der Gegend, da haben mir die Gegner viel zu viel Schaden gemacht. Hier, alles, was hier noch so ist, das ist ein bisschen später. Hier könnte ich gut aufgehoben sein. Mich einfach mal da umschauen. Oder habe ich noch irgendwelche anderen Infos bekommen? Nee, ich war auf dem Festival, dann ist der Stern ein niedergegangen, dann bin ich runtergegangen nach Nokron. In Nokron habe ich das Dings gefunden. Und damit bin ich zu Rani. Und das war ja so die ganze Sache, die ich gehört hatte, die ich mit Blade und Rani und so, das, was die mir erzählt hatten, war ja die ganze Radan-Geschichte. Erstmal. So, das habe ich quasi für Rani getan. Und jetzt habe ich selber halt noch den Auftrag, dass ich Träger des Elden Rings werden möchte. Und eigentlich sagen mir die Gnaden, ich soll hier hin. Aber diese Gnade hier, ob ich weiß jetzt nicht, ob die Gnade, ob das hier einfach innerhalb von dem, ob das quasi, dass die Gnade die Rani-Questline ist, die ich jetzt abgeschlossen habe, vorerst abgeschlossen habe. Oder ob die tatsächlich hier nach Haus Vulkan oder Vulkan. Ich spreche es immer falsch aus. Ich sag es immer so, wie den Planeten, von dem Spock kommt. Ich weiß nicht warum. Und das Chat sagt gerade, Rani Questline ist kombiniert mit einer anderen. Ja, das ist so meine Questline quasi, oder? Also Radan hätte ich ja auch bezwingen müssen. Genau. Radan hätte ich auch bezwingen müssen für meine Ring-Quest. Bei der ich den Ring wiederherstellen will und ihn mir anlegen möchte. Haus Vulkan ist nur Nebenquest aktuell, hat mir niemand, das war die Lady, die hier war, glaube ich. Na, jedenfalls irgendeine Lady hier im Sumpf hat gesagt, ach komm doch bei Vulkan vorbei. Also wäre eigentlich mein nächster Weg Hauptquest hier lang. Aber irgendwie will ich auch auf einen Vulkan steigen. Finde ich irgendwie cool. Let's go. Steigen wir auf einen Vulkan. Ich habe seinen Kumpel getötet. Hast du den Magier Roger in Stormvale Castle getroffen? Stormvale. Ich kann mich an den Roger erinnern, ja. Ah, Stormvale. Sturmschleier. Der wird wahrscheinlich Rogier ausgesprochen werden oder so, oder Rogier. Aber egal, Roger sagt mir irgendwas. Ich glaube, ich habe ihn Roger genannt, getauft. Und ich glaube, ich hatte hier jemanden in der Richtung getroffen. Aber boah, frag mich nicht, ey. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ah, das sieht hier wieder so geil aus, ne? Ich habe mal eine Frage zur Qualität des Livestreams. Wie ist es? Habt ihr oft so Bild, störende Bildfragmente? Auf YouTube habe ich es ja hinbekommen, die wegzubekommen.
Ich könnte auch, es könnte sein, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, auch, falls es auf Twitch sowas gibt, die auch in den Griff zu kriegen. Nur will ich nicht unnötig Rechenleistungen vom Computer abfordern, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Deswegen frage ich gerade mal kurz nach, ob häufig so Bildfragmente, ob irgendwas unscharf wird oder irgendwie was pixelig wird oder so. Was verkaufst du eigentlich? Oh, hi, Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Ja, bin ich. Ich will nur gucken. Schotterstein. Ach, keine Ahnung, ey. Ja, ja, okay, du sagst mir halt, geh nach Osten oder Westen. Ja, das habe ich selber auch schon bemerkt, gute Dame. Wow, nichts geholfen. Also ich habe jetzt nicht so Lust, gegen den Baumgeist zu kämpfen. Ich werde mir mal angucken, wo mich dieses Portal hier hinführt. Wenn was unscharf wird, gehe ich davon aus, dass es mein Internet ist. Nee, tatsächlich müsste das hauptsächlich mein Stream sein. Tanzen welche? Hi, darf ich mittanzen? Östliche Windmühlenweide. Oh, ich glaube, die explodieren. Ritter Zwillingsschwerter. Dunkelblaue Kapuze. Adlinghandschuh, Adlinghose, okay. Ah, was ist hier los, ey? Solltet ihr nicht was arbeiten, ihr alten Waschweiber? Creepy. So, ich will, ich glaube, nee, das ist auch eine Windmühle hier, okay. Ich will hier rüber Richtung Vulkan. Richtung Vulkan. Also hinten rum, rechts unter der Brücke durch. Easy. Ja, doch hier irgendwo müsste es rechts runtergehen. Da ist der Pfad.
Und eine Gnade. Da vorne ist schon wieder so eine Prozession, beziehungsweise eine Kutsche. Ja, da gibt es halt immer irgendeinen Loot bei den Kutschen, ne? Soll ich mal probieren? So nach und nach von hinten. Hoppala. Das hat ja schon mal gar nicht funktioniert. Ah, Leute. Haben wir hier noch einen irgendwo? Ich höre irgendwas. Nee. Hallo Jungs. Ihr mit euren dämlichen brennenden Lanzen. Das ist ein nerviger Blödsinn, ey. Das ist die erste Kutsche, die ich überfall. Das ist aber auch schon ein ganz schöner Prozess, muss man ehrlich sagen. So, mein Guter. Mit Standarte, okay. Das ist ziemlich cool. Aua. Aua. Ey, was zum... What the fuck? Wo kommt ihr jetzt eigentlich her? Was seid ihr denn für eine Patrouille, die hier gerade mich ärgert jetzt? Ihr habt doch überhaupt nichts mit denen zu tun, die... Die an der Kutsche entlang laufen, oder? Ihr seid einfach random dazugekommen. Und noch welche. Euch haben sie doch ins Hirn. Das könnt ihr doch nicht machen. Einfach euch random einmischen von der Seite. Hier sind brutal viele Patrouillen unterwegs. Was ist hier los? Die wollen doch nur prügeln. Ja. Großsterne. Okay.
Ist hier vorne auch noch was drin? Nö. Ich habe euch beklaut. Genau, visier nicht den Schleim an, der hier direkt vor mir liegt. Ist hier unten eine Gnade? Nee, hier ist direkt ein Boss. Na gut, let's go. Oh, das kommt mir bekannt vor. Okay. Gar nicht lang fackeln. Direkt, instant wegprügeln. Blutige Helix. Oh, blutige Helix klingt irgendwie nice. Klingt irgendwie nice. Blutige Helix. Hier, was bist du? Ein Rapier? Stoßschwert. Bin ich jetzt nicht so der Freund von. Was ist das hier? Sakramentsknospe. Ja, okay. Da ist ein riesiger Fleischberg. Kann das sein? Habe ich richtig gesehen? Ein gigantischer Fleischberg. Bist du ein Boss? Nee, bist du nicht. Okay, dann muss ich dich auch nicht killen. Okay, wo ist der Weg? Hallo? Karte? Ich will die Karte aufmachen. Wenn ich darf, bitte. Ich vermute, dass ich hier lang muss. Sicher bin ich mir jedoch nicht. Doch, passt. Ich will auf den Vulkan. Oh, Blut. Blutfett. Gelmir. Ja. Einfach dem Weg folgen. Und ich markiere mir mal schnell die Map. Erstmal Map besorgen. Erstmal Map besorgen. Oh nee, sind hier überall jetzt solche eisernen Jungfern? Oh, ist das ätzend, ne? Adernblatt. Oh ja, hier ist alles voll von den Dingern. Um Gottes Willen. Oh, ist das scheiße. Oh no. Die wollen auch nur prügeln. Wow. Nee. Was zum... Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gehen Sie bitte weg von mir. Dann kletter ich halt nicht die Leiter hoch. Oh, hier kommt jetzt so ein hässlicher Geist. Anastasia.
Mann, werde ich gerade verprügelt von den eisernen Jungfern des Todes. Und dann kommt Anastasia. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Anastasia, Mensch, das musste jetzt sein, ne? Die Leiter wäre voll geschickt gewesen. So, Anastasia, bitte nicht mehr. Heiliges Fleischermesser. Großaxt. Ich hab's mir so gedacht, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst, dass hier irgendwas im Weg sein wird, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich muss, glaube ich, über diese Leiter, die ich gefunden habe. Ah, shitty. Na, dann probiere ich's nochmal an der Leiter. Dann probiere ich es nochmal an der Leiter. Ich will halt so nicht gegen diese eisernen Jungfern kämpfen, ne? Ich kann das nicht. Die sind mir zu... Los, 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 los. Und hoch. Let's go. Müsste reichen. Ich weiß nicht, bekämpft die gar nicht gern. Aber ich habe ja jetzt, eigentlich habe ich doch jetzt ein riesiges Schwert. Vielleicht sind die damit leichter zu machen. Habe ich noch gar nicht probiert, ne? Könnte ich mal testen, ob die mit dem Großschwert, mit dem Game of Thrones Schwert einfacher zu besiegen sind. Könnte sein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo geht's weiter? Denke, ich bin auf einem guten Weg. Mal schauen, ob ich hier oben irgendwie über das Loch komme. Da. Regenbogensteine weisen den Weg zum Reichtum. Ich will kein Reichtum.
Ich will erstmal eine Karte der Umgebung haben, bitte. Reichtum ist mir jetzt aktuell nicht so wichtig. Oh nee. Komm mal her, ja. Komm mal her. Los geht's! Beyblade, ja, der Beyblade, der bleibt jetzt da unten. Der kann eh nicht klettern. Ja, guck, viel zu langsam. Viel zu langsam, um mir hinterherzukommen. Die oder die Leiter? Die sieht besser aus. Die geht höher. Da sieht man langsam das Schloss oder Haus Vulkan. Wie heißt denn das im Englischen dann? Maison? Nee, Maison wäre Französisch. Auf Französisch heißt es sicherlich Maison Vulkan. Ich weiß nicht, was Vulkan auf Französisch heißt tatsächlich. Aber ich denke, etwas Ähnliches. Ah, welcome, dear customer. Yes, right this way. Right this way. Volcano Manor. Ah, klingt auch cool, ja. Volcano Manor. Nice. So. Meine Güte. Ja, ist schon ein Aufstieg, muss man sagen. Ist schon ein Aufstieg, die ganze Nummer hier. Ist nicht mal eben schnell so ein kleiner Spaziergang. Nee, nee. Ist eine richtige Wanderung hier. Auge von Yelug. So, nochmal auf die Map schauen. Ja, es geht in die richtige Richtung. Cool. Was bist du denn? Ausgewachsene Sternenfallbestie. Holy shit. Können wir bitte... Warum steht er denn nicht auf? Er bleibt einfach liegen. Easy. Ja. Das sieht echt cool aus, wenn man hier über die Dings kommt. What the fuck? What the Fluch? Holy Guacamole, was ist hier los? Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? beim ersten Versuch, den ich quasi machen möchte, direkt wird man geflamed, ey. Ja. Ja, Thorsten. Irgendwann aktiviere ich das Online-Feature und dann kommt ihr in mein Spiel und denkt, ihr habt leichtes Spiel und dann ziehe ich euch alle ab. Weil ich einfach so viel Übung jetzt habe. Ich
Wie brav er da wartet. Lass mich meinen Loot holen! Lass mich meinen Loot holen, den brauche ich. Jetzt können wir. What the fuck? What the f- Und dann kann man hier auch noch runterfallen. Und dann kann man hier auch noch runterfallen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding bekämpfe. Ich habe noch nicht einmal Schaden gemacht. Ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, zu versuchen, Schaden zu machen. Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt antun möchte. GG. Nee, alles klar. Oh Mann, ey. Seval, bei dir bin ich übrigens immer versucht, weil wir es gerade von Französisch hatten, oder ich es von Französisch hatte, bei dir bin ich immer versucht, das französische Wort für Pferd zu sagen. Weil das ist nämlich Cheval. Ah, Hilfe, nein, nicht, bitte, stopp, aufhören. Ich will einmal versuchen, dir Schaden zu machen. Wie viel Schaden kriegst du? What the fuck? Okay, vergiss alles. Was ist denn hier los? An den kleinen Boss. Du bist auch ein kleiner Boss, ey. Weg hier. Wo geht's weiter? Hier geht's gar nicht weiter. Oh mein Gott. Ich muss hier einfach wieder runter, würde ich sagen. Lass mich vom Pferd! Ich sterbe jetzt, wenn ich da runterfalle, ne? Und mein Loot liegt... Nee, ah, oh, oh, ich hab... Oh, geil. Leute, nix gibt's. Soll er da oben bleiben? Cheater. Bin doch kein Cheater. Nur weil ich gut bin. Ich hab halt das bessere Pferd, Leute. Ich hab einfach das bessere Pferd. Wo geht's denn hier weiter, verdammt? Oben ging's doch nicht weiter, oder? Ich glaube, oben ging's nicht weiter. Bin ich hier falsch? Ja, oben halt. Nach Ivo. Quatsch. Nicht bei der Sternenfallbestie. Auf keinen Fall. Hier geht's weiter. Hier geht's noch ein bisschen nach oben. Hier gucke ich mich mal um. Giftfett. Höhle. Vulkanhöhle. Hört sich nicht richtig um. Wie? Ich darf nicht porten. Warum darf ich nicht porten? Was ist das denn?
Soll ich jetzt nochmal gucken, oder wie? Ah, Dungeon, in dem ich den Boss nicht gelegt habe. Okay. Muss ich jetzt echt nochmal gucken? Ihr wollt mich doch nur nochmal zu... Ah, okay, Entschuldigung, ich hab's gesehen. Alles easy. Ich dachte, ihr wollt mich nur nochmal in den Boss reintricksen. Und jetzt haben wir hier auch noch welche von denen, ey. Ah, verpasst. Verdammt. Na, dann kill ich euch halt jetzt. So ein Scheiß. Ah, dann halt mit Bert. Komm jetzt her, du, was auch immer du bist. Was war denn das nochmal? Ich glaube, ich habe dadurch nur eine Asche bekommen, ne? Ich habe sowas schon mal gekillt. Kannst du bitte jetzt getroffen werden, bitte? Oh, dann stelle ich mich halt da oben hin, wo der stand, und dann wird's schon werden. Komm jetzt her, verdammt! Ah, Mist. Paul, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Diesmal erwarte ich ihn. Diesmal kriege ich ihn. Diesmal ist er dran. Wo ist er? Oh, verdammt. Warum habe ich ihn nicht getroffen? Schweinerei. Jetzt aber. Komm. Ach, ich jag dich jetzt. Mann. Ja. Oh, geht doch. Kriegsasche, durch und durch. Ja, passt, genau. Kriegsaschen kriege ich davon. Und ihr macht euch über mich lustig, ey. Ja, klar. Ha. Ja, schon okay. Ah, ja. Passt schon, ich habe eine Einladung. Musst du nicht sehen, ne? Meine Einladung.
What the fuck? Hallo? Ich hab eine Einladung. Könnt ihr mich bitte... Ah, lol, ihr dürft gar nicht rein. Ihr dürft gar nicht rein, aber ich verstecke mich trotzdem mal hinter dem Balken hier. Eieiei, da passieren wilde Sachen. Okay. Twitch bleibt dran. Die meisten wissen vielleicht schon, was kommt. Aber Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Was mich in Haus Vulkan erwartet. Der spuckt immer noch Blitze auf mich. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag. Tschüss.